Bevor man diesen ganzen Druckerbau überhaupt starten kann, würde ich euch immer raten, fangt mit den grundlegenden Sachen an. Das betrifft die Pi und das hier. Damit fange ich als allererstes an. Das hat auch einen Grund. Diese Klebeflächen, diese, sowohl die auf der Magnetplatte hier, das ist ja eine zweigeteilte Platte. Jetzt wollen wir mal gucken, ob ich die Magnetplatte hier abkriege. Ja, jetzt geht's ab. Also diese Platten müssen nach Möglichkeit erstmal noch so ein bisschen der Kleber aushärten. Aus diesem Grund empfehle ich euch hier wirklich, das ziemlich zuerst zu machen. Nichts ist ärgerlicher, als wenn ihr am Ende des Tages dasteht und euch ärgert, dass das noch nicht ausgehärtet ist oder euch das abfällt. Denn auch wenn ich jetzt mehrere Tage zum Bauen brauche, kann ich ja super gut das hier benutzen und schon mal aushärten lassen. Wir fangen auch mit der, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht so rumschmiere drauf, wir fangen auch mit der Fläche hier an, für den, gucken wir mal, ist die sauber? Ja, das ist auch eine plangefräste, perfekt. Wir fangen mit der Fläche an, die wir für die Magnetseite brauchen. Das liegt einfach daran, dass ich das im Nachgang umdrehen kann und hier habt ihr ja hier so einen Huppel drauf, das ist eher schlechter. So, das heißt also, ich nehme mir gleich diese ganze Platte und setze die hier drauf. Die Löcher müssen wir am Ende des Tages dann nochmal freischneiden, aber das mache ich, wenn es ausgehärtet ist. Gucken, dass wir die in Ansätzen auch gerade drauf kriegen. Wie gesagt, man möchte, dass es ja auch, gerade wenn es nicht meiner ist, etwas hübscher aussieht und nicht aussieht wie, ja, als hätte man das gerade irgendwie so zusammengekriegt. So. Passt bei den Magnetplatten auf, dass ihr, das ist mir auch schon passiert, nicht hier urplötzlich irgendwelche Metallspäne habt. Deswegen setze ich jetzt auch das Teil hier gleich drauf, damit hier nicht irgendwie Metall und Dreck drauf ist, weil das von der Magnetplatte abzukriegen ist fast unmöglich. So, damit ist die Seite erstmal schon mal verklebt. Gehen wir aber gleich auf die Rückseite. Jetzt müssen wir bloß ein bisschen aufpassen, wie rum diese Platte nachher drin ist. Hier auf der Seite befindet sich das nachher. Aber wir gehen sowieso nach hinten raus, würde ich sagen. Moment, das ist hinten, das ist vorne. Jetzt hätte ich es fast auf. Das eine Loch ist nämlich vorne, so lang ist hinten. Das heißt, wir kleben auch diese Platte hier gleich auf. Und dann heißt es, dass ich mir ein paar Bücher nehme. Irgendwas, was schwer ist. Und werde dann das Ganze hier schön ein bisschen mit Gewicht draufsetzen, denn das Wichtige ist, dass diese ganzen Sachen gut kleben. Nichts ist ärgerlicher, als wenn ihr am Ende des Tages dasteht und sagt, hey, mitten im Druck ist mir dann alles abgefallen. Das wollt ihr nicht. Das wollt ihr definitiv nicht. So, gucken, dass das so gerade ist. Das sieht gut aus. Das drücke ich jetzt erstmal nur mit der Hand an, dass es so halbwegs fest ist. Wie gesagt, hier kann ich nicht drücken auf der Fläche. So, jetzt habe ich zumindest keine Angst mehr, das anzufassen, denn die anderen Flächen sind egal. So, das Ganze ist damit schon fertig. Das heißt, das lege ich mir jetzt irgendwo schön sauber hin und werde das von der Seite hier ordentlich beschweren und damit drücke ich zum einen den Magneten fest und zum anderen das Heizbett. Im nächsten Schritt verwenden wir hier ja etwas ISO und reinigen jetzt die Schienen. Das sind alles vorbereitende Maßnahmen, das müssen wir machen. Ziehe mir jetzt dazu Handschuhe an, denn das Ganze mag ich nicht auf Dauer anfassen. Ich habe mir zusätzlich noch, wie ihr hier oben seht, habe ich mir Pinzetten hingelegt in verschiedensten Art und Weisen, nur für den Fall, dass mir eine Kugel abhanden kommt. Denn das ist auch nicht schön, sollte das der Fall sein. Ich habe mir ebenfalls zwei Pinsel hingelegt, einen gröberen und einen feineren. In der Regel brauche ich bloß den feineren, den gröberen nehme ich nur, wenn es wirklich ein Not am Mann ist. Eine Schale und natürlich die Schienen. Das ist die neue Schiene, die ich dazu gekauft habe. Eine MGN 9 Schiene. Die machen wir mal gleich auf. Ich werde trotzdem alle Schienen, die ich hier habe, reinigen. Also auch die MGN 7 Schienen. Denn ich gucke nachher mal am Ende, welche Schiene ich davon verbaue. Falls eine zum Beispiel nicht taugt, ja, dann fliegt die gleich raus. Also wir wollen ja auch keine verbogenen Sachen einbauen. So, und da der liebe Chinamann hier der Meinung ist, er müsste alles irgendwie verpacken,
Das ist die gute Schiene. Läuft eigentlich ganz gut, ist gut geölt. Packen wir sie erstmal alle aus und ja, dann würde ich sagen, heißt es reinigen. Wie gesagt, denkt immer daran, ihr müsst es reinigen. Ich sehe es hier überall. Hier ist alles voller Öl. Dieses Öl ist nicht, ja, zur Schmierung, sondern lediglich dafür da, dass ihr sozusagen keine rostenden Schienen bekommt. Wir müssen die richtig sauber machen. Wir müssen sie richtig fetten. Da bleibt euch einfach nichts übrig. Das müsst ihr tun. Jetzt reinigen wir sie erst und dann fetten wir sie neu und setzen sie wieder zusammen, so dass wir am Ende des Tages jetzt hier eine vorbereitete, ja, ich sag mal, vorbereitet sind für den Einbau. Denn genau das ist das, was ich ja jetzt hier machen möchte. Also, beim Schnellleuchtlauf reinigen wir mal die Schienen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ihr seht, die Schienen sind jetzt sauber. Ja, es fallen auch mal die Kugeln raus. Ja, das wird beim Fetten spätestens dann nochmal ein Problem werden. Aber ja, hier ist eine ganz schöne Suppe drinne. Man sieht zwar wenig, aber der Pinsel hat auch schon wieder gut gelitten. Jedenfalls, ihr seht, das funktioniert. Ihr könnt, wenn ihr viel ISO habt, ich habe leider gerade nicht so viel, könnt ihr diese Schienen und das alles hier auch einlegen, 5 Minuten wirken lassen, sauber machen, gut ist. Wie gesagt, bei den Kugeln passt auf, perlen die raus, guckt, dass ihr die auch wirklich auf der entsprechenden Seite wieder reinkriegt. Denn wenn da zu viele Kugeln auf einer sind, auf der anderen fehlt eine, ist es auch schlecht. Ihr müsst das ziemlich gleichmäßig haben und das muss auch alles wieder so zusammengebaut werden, wie ihr es auseinandergenommen habt. Also seid da vorsichtig. Ebenfalls wichtig, wie gesagt, das hier ist ein, naja, 99%, 99,9%iges ISO, also fast 100%. Keine Wassergemische, sonst fängt der Mist hier an zu rosten. Das trocknet dann ziemlich gut von alleine. Da brauchen wir uns um nichts kümmern. Wir fetten die ganzen Sachen und dann ist gut.
So, nun haben wir alles soweit zusammen, zumindest den Rahmen grundlegend. Jetzt kommt natürlich die letzte Formelei. Wir müssen das Ganze wirklich gut ausrichten und da helfen euch solche kleinen Aluminiumwinkel. Die kriegt man für relativ wenig Geld. Das sind immer zwei Stück in einem Paket. Ich verlinke euch die unten in der Videobeschreibung. Und die helfen euch, das Ganze so auszurichten, dass wirklich alle Ecken im rechten Winkel ist. Es ist hier ein bisschen problematisch, die ganze Sache. Ihr seht es jetzt zum Beispiel, das wackelt ein bisschen. Es ist ein bisschen problematisch, da ihr gar nicht an alle Stellen hier so super gut rankommt. Man kann es aber natürlich auch obenrum den Winkel machen. Ich mache es jetzt hier in erster Linie nur von innen. Dass ihr das wirklich sauber auch ranbekommt. Solltet ihr das nicht so sauber ranbekommen und solltet Probleme haben, das festzuhalten, dann bietet es sich übrigens an, diese einfach an den zwei Seiten mit den Profilen zu verbinden. So, jetzt gehe ich einfach nochmal da lang und man sieht, das ist auch definitiv nicht ganz gerade. Ihr macht das so lange, bis ihr wirklich zufrieden seid und das alles rechte Winkel sind. Umso mehr Mühe und Arbeit ihr euch jetzt genau hier an dieser Stelle macht, umso besser wird am Ende des Tages auch das Ergebnis. Hier muss ich ein bisschen hin und her schieben, denn ich habe ja meine Sideswipe an alles schon eingebaut. Das rate ich euch auch an, das gleich von Anfang an wirklich alles einzubauen, denn ihr kommt in Teufels Küche, wenn ihr am Ende des Tages das Ding wieder auseinandernehmen müsst und euch den ganzen Rahmen wieder versaut. Ihr müsst immer daran denken, nehmt ihr den Rahmen am Ende auseinander, könnt ihr diese ganze Spielerei mit dem Ausrichten, ja, größtenteils nochmal machen. Es passt in der Regel relativ gut, aber wie gesagt, nicht immer und nicht jede Stelle. Der Rahmen ist, wie gesagt, das entscheidende Kriterium. Mit diesem steht und fällt, ob euer Drucker nachher sauber läuft und auch, ob sauber alle Achsen laufen werden. Nichts ist schlimmer, als wenn oben nachher die Y-Achse nicht sauber läuft, weil sich's nach hinten verklemmt. Ihr macht euch dann am Ende noch mehr Arbeit, nur weil ihr hier vielleicht ja mal schnell drüber gesprungen seid und gesagt habt, ja, das passt schon alles. Die Profile sind grundsätzlich alle gut abgeschnitten, darüber braucht man nicht reden, aber 100% gerade sind die alle nicht. Gut, vielleicht ist der Rahmen hier auch aus China. Immerhin kommt das Fistekit hier aus China. Aber ich habe keinen Rahmen erlebt, der bisher so gerade ist. Mit dem Rahmen ist dann auch diese Folge jetzt hier so ziemlich gleich am Ende. Und ja, ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir dann den Rest weiter und bauen den Rest noch auf, so dass wir dann sukzessive nochmal das Ding einrichten zusammen. Also, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.